Nichts wie weg damit. Auch in Zeiten von Corona wird der Müll nicht weniger. Im Gegenteil, weil viele gezwungenermaßen die meiste Zeit zu Hause verbringen, drohen die heimischen Mülltonnen schneller voll zu werden. Gerne auch mit Sperrmüll, weil viele aus Langeweile die Keller entrümpeln und nicht wissen, wohin damit. Das ist ein großes Problem für unsere Leute, denn die sind ja sowieso schon unter einem großen Zeitdruck, gerade in dieser Situation, jetzt ihre Arbeit, so gut es irgendwie geht, zu bewältigen. Und wenn die dann dadurch irgendwelchen Sperrmüll noch steigen müssen, dann können sie die Tonnen nicht richtig ziehen. Haushalte mit infizierten Personen bittet das Umweltministerium, ausnahmsweise auf Mülltrennung zu verzichten und Bio- und Verpackungsmüll sowie Altpapier stattdessen in zugeknoteten Säcken in der Restmülltonne zu entsorgen. Die Empfehlung dient einfach dem Schutz der Mitbewohner und auch dem Schutz der Mitarbeitenden der Entsorgungsbetriebe, damit eventuell kontaminierte Taschentücher oder solche anderen Hygienegegenstände eben nicht in Kontakt kommen mit anderen nicht infizierten Menschen. Die fränkische Ortschaft Hirtenhaus hat für gleich mehrere Probleme eine pfiffige Lösung. Wer wie Familie Albrecht in diesen Tagen gemeinsam raus darf, wird aufgefordert, beim Spaziergang Müll zu sammeln und bei der Gemeinde abzuliefern. Im Gegenzug gibt es als kleine Belohnung pro Müllsack eine Rolle Recycling-Klopapier. Wir haben uns eine Aktion überlegt, bevor den Leuten nämlich die Decke auf den Kopf fällt, dass man raus in die Natur geht, sich ein bisschen bewegt und dabei Müll sammelt. Und noch ein positiver Mülleffekt. In Parks landet kaum noch etwas in den Abfallkörben. Ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die meisten an die Ausgangseinschränkungen halten.